Ja. Und weiter geht's. Eben mal kicken, Seekarte. Ich glaube, ich versuche es erstmal wirklich da so rumzugehen. Weil ich wollte eigentlich. Habe ich das eigentlich markiert? Nee. Die Quest markieren. Doch, war ja doch markiert. So, ja, okay, weil die. Den Weg nicht so. Das Holz haben die, ja. Ja, gehen wir mal darum, ne? Ach, ich wollte, hab immer noch nicht geguckt, wo man die Teleportsteine, wo dann man das ausmacht. Aber ich vermute mal, wir hatten ja den einen beim Steinkreis gefunden, beim anderen bin ich mir gar nicht mehr so sicher, wo ich den her hatte, dass die schon irgendwo an besonderen Stellen verteilt sind. Aber ich hätte eigentlich schon eher gedacht, dass wir schon ein paar mehr davon jetzt hätten. Weil, denke ich mal, nicht mehr an alle möglichen Stellen hin müssen. Aber ich sehe, denke ich mal, der Zitadelle ist schon der sinnvollste Punkt, so einen Stein hinzusetzen. So, wir befinden uns am richtigen Weg. Da sind schon wieder Schattenviecher. Und Skelette. Ich habe erstmal diesen komischen Hund da gesehen. So, schauen wir mal, wenn er jetzt auch ein bisschen stärker. Bei einer Stichwaffe hier. Sieht schon eigentlich ganz gut aus. Ah, nein. Verdammt. Böses Assassin's. Ah! Wann hab ich keine Waffe? Nimm doch mal die scheiß Waffe, ey. Ah, es haut mich dieses scheiß Skelett da weg. Weil ich hier noch voll auf Assassin's Creed gerade wieder getrimmt war. Aber gefühlt mache ich zumindest schon mal mehr Schaden. So, Skelett ist tot. Ja, das sieht zwar cool aus, aber finde ich jetzt nicht so dolle, wenn er diese drehende Kamera-Animation da macht. So. Uns könnte mal wieder heilen. Heil doch mal. Du bist mein Arzt. Wofür habe ich dich denn dabei? So, da haben wir schon. Ich bin ja einiges gewohnt. Aber diese Hitze hier schält dir fast die Haut von den Knochen. So, wieder irgendwas. Oh, Goblins. Ah. Kommst du her? Verdammte. Flinken Mistviecher. So. Finger weg. Ah! Scheiße, ich dachte, ich hab ihn gekillt. War der andere. Oh nee. Ich dachte, der wäre tot. So, sprechen wir erstmal mit dem Dämonenjäger oder was das hier ist. Der da schön darüber guckt. Was ist mit der Brücke passiert? Hier war mal ein großer Fluss. Aber jetzt, naja, du siehst es ja. Ich habe nicht so genau mitgekriegt, was hier passiert ist. Entweder waren es die Schatten. Oder die Hitze aus der Schlucht. Diese verdammte Brücke war der einzige Weg zu einem der Bauernhöfe auf der anderen Seite. Warum bist du hier an der Schlucht? Ich beobachte diese verdammten Schatten. Ich gehe sicher, dass keins von diesen Mistviechern über die Schlucht kommt. Durch die Lava? Keine Ahnung, was für Kreaturen sich dort drüben gesammelt haben, seit wir nicht mehr rüberkommen. Sicher ist sicher. Ich halte Wache. Ich habe Fische für dich. Dann zeig mal, was du hast. Ach so. Jetzt weiß ich erst wieder, wer das ist. Ach komm, gehen wir ihm 5 Fische. Danke. Könnte der uns was beibringen? Mal sehen. Ach so, Schleichen. Panzerknacker. Kein Schloss ist vor deinem. Ja, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Wir finden ja ständig irgendwelche Truhen. Komm, machen wir mal. Bring mir bei, wie ich Schlösser knacken kann. Das Wichtigste ist es, dabei nicht gesehen zu werden. Aber das brauche ich dir ja nicht zu sagen. Ich gehe davon aus, dass du nichts Verbotenes mit diesem Wissen anstellen willst. Also, du gehst zu deiner eigenen Truhe, für die du den Schlüssel verloren hast. Dann nimmst du dir ein biegbares Stück Metall,
und drückst damit ein bisschen im Schloss herum. Zuerst tastest du den Mechanismus ab, damit du weißt, wie er gebaut ist. Dann biegst du dir das Metall so zurecht, dass du den Mechanismus aushebeln kannst. Jo. Das ist schon mal nicht verkehrt, weil man kriegt damit, also Dieben eigentlich nicht, schleichen. Können wir vielleicht mal irgendwas später mal gucken. Muss mal gucken, dass ich irgendwo auch mal Dietrich besorge. Weil man findet ja ständig irgendwelche Truhen, die verschlossen sind. Und deswegen ist es nicht verkehrt. Das Geld kriegt man, oder kriegt man zumindest in den alten Spielen, dadurch eigentlich auch recht schnell wieder rein. Auch genauso wie mit den, was ist das für komische Pixel hier gerade? Sieht ja mal voll retro gerade aus hier. Durch die Hörner, die Krallen, sowas macht man nicht mal recht früh. Weil man kriegt es dann doch irgendwann auch wieder. Schlafen wir mal nicht. Hier ist schon wieder ein verschlossenes Tor. Und ich habe immer noch kein Dietrich. Ups. Also eine Spinnendingen hier. Also ich würde schon sagen, ich mache jetzt durchaus mehr Schaden. Also das Skillen hat schon was bewirkt. So. Gehen schneller kaputt, die Viecher. Okay, die hat anscheinend nichts für uns dabei. Also ich hätte jetzt keine andere Idee, als hier lang zu gehen, dann hier versuchen rüber zu schwimmen. Vielleicht finden wir ja noch irgendwie was anderes hier. Aber ich glaube hier oben lang. Könnte natürlich sein, dass man hier irgendwo... Ne, da war ja die Mine, da war nix. Da war auch so nix, ne. Also irgendwie eine Höhlenverbindung darüber scheint es auch nicht zu geben. Weil das ja auch schon sehr interessant aussieht. Aber, es würde mich aber auch langsam nicht wundern, wenn wir jetzt hier in so einen Bereich kommen, wo wir eigentlich noch gar nicht so hin sollten, weil wir doch zu schwach sind. Weil wir könnten uns ja theoretisch diesen Dämonenjägern anschließen, wenn wir zu dem Piratenfürsten Alvarez gehen. Und da würden wir wahrscheinlich auch bessere Ausrüstung und so bekommen. Also wir müssen hier erstmal eigentlich nicht hin. In der Story so weiterzukommen. Ja. Oh. Oh, oh. Das sieht auch schon verboten schwer aus. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das sieht ja schon ziemlich cool aus, so dieser Feuergolem. Aber der haut natürlich auch ordentlich rein. Boah! Der war doch total weit weg. Weg hier. Bulls lenkt den schon ein bisschen ab. Ja, okay. Jetzt ist er auf Bulls fixiert. Können wir hier mal ein bisschen Schaden auf den machen, wenn er das so schön in der Ecke hängt. Na, der hat auch nicht mehr so viel. Und tot ist er. Boah, 400 Ruf. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, den anzugreifen, aber... Hat ja nichts für uns dabei. Ein bisschen schade. Das ist schon wieder. Oh! Das sind ja direkt noch ein paar mehr von denen. Ach, ich wollte zwar keinen neuen Speicherstand. Egal. Ihr habt 1 Terabyte Festplatte, da passt was drauf. Bäm! Blöder Lava-Golem. Der hat bestimmt die Brücke hier kaputt gemacht. Ja, das läuft ja gerade sogar ganz gut hier gegen den. Ja. Hätte ich nicht so laut sagen dürfen. Bäm. Ja, der hat auch nichts dabei. Ah, hier haben wir ein bisschen Feuerblume. Tja. Wenn es schon mal so läuft, dann sollten wir auch weitergehen. Das haben sie aber echt geil hier gemacht, so, wo diese Lava da so reingeht, schön alles hier so verdampft. Upsala. Ach, verdammt, warum zieht der? Ich drück die ganze Zeit auf den Scheiß. Hä?
Jetzt habe ich 100 Mal drauf gedrückt. Zieht kurz die Waffe und steckt sie direkt wieder weg. So. Nicht wie. Ist ja auch immer wieder doll, wie er die Waffe wegsteckt und dann zack noch eben den Schlag trotzdem ausführt. Was haben wir hier? Sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Ich würde sagen, speichern wir mal. Ich weiß nicht, wie gut der schwimmen kann. Gothic 2 ist mir passiert, dass er abgesoffen ist. Weil ich dachte, ah, da kommst du noch rum, da kommst du noch rum. Und dann Erschöpfung. Schnell schwimmen, L2. Ups. Anscheinend. Ja, okay, das mag er nicht. Also rumschwimmen können wir nicht. Das sieht aber cool aus. Tja. Wie kommen wir da hin? Leuchtturm. Ich würde ja fast vermuten. Doch nicht. Sagen. Lassen wir erstmal Kalador liegen. Und gehen weiter. Weil das würde ich jetzt echt vermuten, dass wir hier später hin sollen. Ob dann. Oh, wir können ja vielleicht mal hier hochklettern. Ich glaube, das ist auch nichts. Auch nicht weiterbringen. Müssten wir ja bei Nat wieder rauskommen. Ja. Sogar nur wieder hier. Ich kann ja mal so ein wenig da so hochleuern. Also reinhüpfen brauchen wir da erstmal schon mal nicht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum Strand zurück. Und mach uns auf zur nächsten Insel, um da ein bisschen zu questen, zu skillen, allen drum und dran. Und dann uns hinterher später einer Fraktion anzuschließen. Momentan würde ich ja die Dämonenjäger favorisieren, aber ich kenne ja auch bisher nur die Dämonenjäger. Aber an und für sich ist es schon das, was mir bei den alten Spielen, also kommt es denen zumindest sehr nah, was mir bei den ganzen alten Piranha-Bytes-Spielen immer am meisten zugesagt hat. Bin da nie so der Magier gewesen. Bei WoW immer gerne Magier. Aber bei den Piranha Bytes Spielen war das nicht so mein Fall. Weil ich war eher der Nahkämpfer. Bin glaube ich jetzt hin. Doch, ja, das sieht richtig aus. War da einer? Hey, was machst du da? Was? Wer? Ich? Nichts. Klar, du plünderst diese Gräber, das sehe ich doch. Ach komm schon, die brauchen den Kram doch eh nicht mehr, hm? Jetzt sag bloß, du hast so etwas noch nie gemacht. Nein, ich beraube keine Toten. Tatsächlich nicht? Nun, das ehrt dich. Ich für meinen Teil bin im Auftrag der Magier auf der Suche nach Wissen und Magie. Wenn ich genug zusammen habe, handele ich auch mit der hiesigen Bevölkerung. Du kommst gar nicht von Kalador? Nein, ich bin Wächter aus Taranis. Ist irgendwie blöd, dass ich hier durch Bund seinen Kopf gucken muss. Ich werde nicht meine Seele retten. Ist mir egal, wer du bist. Du lässt deine Finger von den Gräbern. Schon gut. Ich will keinen Stress. Ich wollte sowieso noch woanders hin. Was weißt du über die Magier? Sie beherrschen die stärkste Form der Magie in unseren Sphären. Stärker als dieser Voodoo-Hokuspokus. Und mächtiger als Runen. Und natürlich sind da noch wir Wächter. Wenn es einen Weg gibt, eines Tages die Titanen zu bezwingen, werden die Magier ihn sicher finden. Wenn du wahre Magie lernen willst, solltest du dich uns anschließen und nach Taranis gehen. Kannst du mir was verkaufen? Nein, ich habe nicht genug Sachen gefunden, um zu handeln. Wir sehen uns später. Ist schon ein bisschen älter, die Gräber hier. Über die Sache ist schon Gras gewachsen.
Wow! Boah, hab ich mich da erschrocken, ey. Kommt auf ein verdammter Blöder. Ich hab schon gedacht, da wäre eher irgendwie ein totes Vieh oder so. Aber das ist ein Scavenger. Boah, hab ich mich erschrocken, ey. Meine Güte. Und ich dachte, das wäre eher ein Schwein oder so, irgendwie totes. Ist halt einfach ein Scavenger. So, das passiert mir bei der Ratte hier aber jetzt nicht nochmal. Bam. So. Was haben wir denn hier noch? So, hier bin ich ja gar nicht. Bisher noch gar nicht gewesen, glaube ich. Ups. War auch noch ein Scavenger. Ich dachte schon, da wäre eine Blume, weil das jetzt so. Dieses. Ja, grün da von seinen Federn. So, da ist unser Schiffchen, da gehen wir gleich hin. So, das gehört hier. Tierfreund, ja, total. Nein, ich wollte jetzt nicht ins Bett gehen. Nein, nicht ins Bett. Schön viel Gold sammeln hier. Nein, ich will immer noch nicht ins Bett. Der Käse, wenn der hier schon so rumliegt, da ist bestimmt nicht mehr gut. Tja. Was man hier immer so abseits von den Wegen so alles findet. Von einfach mal eben hier so ein Bett. Das ist schon ganz witzig. Das grüne Feuer ist doch bei dem Schiff da drauf, oder nicht? Ist das nicht unser... Ah ne, wir hatten ja nur so komisches, kleines Bötchen da. Ja, da war noch was. Goldklee. Ja, und da geht's halt... Ah, verdammt. Mann, warum müssen diese Mistviecher auch hier pennen? Den hab ich jetzt völlig über... Hör auf damit! Genau, lass dich schlagen, statt zu schlagen. Ja, also den habe ich völlig übersehen, den Scavenger jetzt. Habe ich nicht gedacht, das wäre irgendwas anderes? Den habe ich wirklich völlig übersehen. Also, da ging es ja zu Burg. So, da oben war die Taverne. Könnte ich wahrscheinlich jetzt nochmal aufs Maul hauen, den Typen. Aber das kann ich auch machen, wenn ich noch stärker bin. Dann gehen wir mal zu unserem Schiff. Hä? Hänge ich hier irgendwie fest? Haben wir nicht da oben rumgegangen? Na doch, da sind wir rumgegangen. So. Kommen wir bei den Fischern vorbei. Riecht hier was? Pilz. Nehmen wir mit. Mag zwar keine Pilze. Aber vielleicht mag hier unser Held Pilze. So, da ist unser Bötchen. An Bord. Jobunis. Achso, nee, so nicht. Steuer. In See stechen. So, Kalador haben wir hinter uns. Die Nebelinsel, sagen wir, um Insel des Westens. Man munkelt, dass dort noch jemand vorher. Kleine Südinsel. Eingeborenen. Das könnten wir natürlich machen. Auch Donald, das war. Der Magian. Das müssen wir zu dem Alvarez. Insel der Diebe. Und Heimat aller Piraten. Ach nee, weil hier bei Inquisition und Antigua, da war das mit dem Piraten. Und die Krabbenküste, ja, die Krabbenküste will ich nicht. Magier könnte interessant sein, natürlich.
Sagen wir Insel Wessens. Ich glaube, wir nehmen uns die Eingeborenen vor. Schauen wir mal. Könnte ja so ein bisschen wie die Sektenspinner von Gothic 1 im Sumpf sein.